Was geht ab, meine Freunde? Ich bin's, Rali, und sorry, wenn ich gerade etwas fertig aussehe, aber ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen und das hat auch einen Grund, weil ich die ganze Nacht nachgedacht habe über das, was ich euch heute sagen will, und ich werde das auf jeden Fall sagen. Es fällt mir wirklich schwer, das durchzuziehen, weil ich wirklich viel aufgebaut habe, aber ich kann nicht anders. Ich muss Iblali aufgeben. Abgesehen davon, dass ich immer weniger Abonnenten bekomme und weniger Aufrufe, da meine Zeit ja anscheinend vorbei ist, habe ich einfach keine Ideen mehr und auch keinen Spaß mehr dran, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Wenn ich jetzt mit Freunden unterwegs bin oder mit meiner Freundin und dann denken muss, oh mein Gott, ich muss noch ein Video machen, dann habe ich schon keine Lust mehr. Also es ist mittlerweile wirklich so weit gekommen. Außerdem gehen mir diese Kommentare auf und sagen von wegen, Ali, du bist scheiße oder du bist schwul. Ich meine, natürlich muss man das ignorieren, aber irgendwann kann man es nicht mehr, ja, wenn man das von allen Seiten zu hören bekommt. Was am schlimmsten ist der Kommentar, Ali, du wirst immer schlechter. Ich versuche mal besser zu werden und werde immer schlechter. Ich meine, wo bleibt da die Motivation? Also ich habe absolut keinen Bock mehr. Das ist auch ein Grund, warum ich nicht zum Webvideopreis gekommen bin, weil ich mir dachte, ey, wenn ich da ankomme und sage, hey Leute, ich höre mit Iblali auf, dann ist die ganze Stimmung mies, und wenn ich es nicht gesagt hätte, dann wäre meine Stimmung mies, also bin ich da erst gar nicht hingegangen. Ihr habt sicher noch andere YouTuber, die ihr gerne guckt, und Iblali wird halt Geschichte sein. Ich glaube, ich würde den Kanal doch bestehen bleiben, damit ihr ja noch die alten Videos angucken könnt, ähnlich wie bei Alligator1024, weil als ich mit Let's Plays aufgehört habe, habe ich den Kanal auch nicht gelöscht, damit die Leute meine alten LPs sehen konnten. Ansonsten sage ich, es tut mir leid für alle Leute, und naja, vielleicht melde ich mich irgendwann. Bis dann.